but that's more like we have to be careful. Yeah. Yeah, two PM, isn't it? While I was walking through the corridors of this exhibition, somehow all the things that I was seeing, all the paintings, were coming out and reminding me of people that I knew or of my past lives, for example. Like these two birds. I had two birds exactly like this, singing each morning that I could see out of my window of the room where I was sleeping in Bologna. And this image of a child, it's for me, it's Elisa, and it's a child of a friend of mine. And we often go to holiday together. Sometimes in how do you describe the thing in ways that sometimes go beyond description, or like that opens up the space for imagination also. Yeah, yeah. But that's really the most important. And also with the things that you show, like it's so, I mean, it's interesting because he labels it, like the doodles are like, it's really like they become like personage. Like if you would say doodle, it would be extremely boring. Yeah. But he could say doodle at the end to really stress this total the flow of, like, indifference of the elements. Yeah. Like the idea of this whole thing is, in the beginning there is a richness and a diversity of elements, and towards the end it becomes just one thing. Symbolizes fortune and luck, and there is a water flow. I should have a picture, and it will bring me luck in this sequence. You know? And this is me taking some mermaid lessons. Me swimming in a bathtub of money. She is a mermaid. And this is a letter that my daughter wrote to her brother, because she was missing him a lot, and it's written Manol ti amo tato, with many grammatical errors and a lot of hard slippers. A shoe from another side, a boot, another boot, my shoes, shoe, a shoe, my boots, a man begging with his shoes, a pullover, my shoes on me, sneakers, boots of my cousins, me cleaning shoes, power, money, bank account, Europe, diesen Grabstein work. Und dann wurde die Geschichte erzählt und dann war sie ja wieder lebendig, sozusagen von hinten rum. Ich habe ja jetzt praktisch chronologisch nach hinten erzählt, also vom Grabstein und der Danksagung und dem Tisch. My sister and me, me and my sisters. Ja. Soll das so bleiben oder soll es irgendwie in der Reihenfolge, also sie war krank, dann ist sie gestorben, so geht's ja auch. Ich fand es so, also noch nicht wirklich, also zum Punkt gebracht, aber ich fand es wirklich stark so. Okay. Mit dem Grabstein auf einmal. Mhm. Und dann das Bild. Oder die zwei Bilder, die du gezeigt das hast. Das sind zwei, genau. Ja. Und ich sehe mich in dem Haus herumwandern, obwohl ich gar nicht da bin. Tomatensuppe im Ausguss. Der Pool ist schon richtig viel ausgeräumt. Die Hake und die Axt im Pool.
ja, wir kriegen gerne Besuch und auf der rechten Seite ist die Kaffeekanne für eine Person, in der Mitte für zwei Personen, links für drei Personen. Die Küche, die Töpfe, die Pfannen, der Trüffelschneider, das Sieb. Ich liebe das Betonbecken, der Topflappen und das Handtuch. Die Küche von oben. Die Mezzanin, da kann man schlafen und das ist der einzige Blick, den man auf die Felder hat. Ein wunderschöner Ausblick zu Madame Borély, die uns die Brötchen verkauft. Der Kamin. Steine auf dem Kamin. Drei Steine auf dem Kamin und die Teekanne. Die Steine nehme ich abends mit ins Bett, wenn sie über den Tag, wenn es kalt ist und sie haben über den Tag auf dem Kamin gelegen. Die wirken wunderbar wie eine Wärmedecke. Pauline, unsere Nachbarin. Andy Warhol. Sie war mir immer Tagebuch. Eine tolle Tagebuch. Freundin, aber nun ist sie leider nach Holland zurückgekehrt und. Tagebuch im Lockdown. Ein Konzertbesuch mit einer Freundin. Eiattacke. Tagebuch. Foto von mir. Fotoshooting mit Lara. Tagebuch. Ich tanzend im Wohnzimmer, Tagebucheintrag mit 4, ich tanzend im Wohnzimmer, Figur am Eichbaum, Haare sind ein Desaster, ich beim Tischtennis, Badmintonnetz, Konzertbesuch bei Nena, Fotoshooting mit Yvonne, schlimme Haare vorm Spiegel, schlimme Haare im Garten, schlimme Haare und Tattoo, Tagebuch. Ich beim Schlammrennen, ich mit verletztem Fuß, Fotoshooting mit Rasierschaum. Und hier ein Foto, da bin ich auf einem Depeche Mode Konzert und im Hintergrund sieht man den Sänger der Band. Kompliment 171, Kompliment 193. Ja, es gibt manche Tage, da gibt es auch mehr als ein Kompliment, obwohl man es nicht erwartet und man vielleicht ziemlich schlammig aussieht. An diesem Tag gab es drei Komplimente. Das ist Elfriede mit einer Einladung zu einem Kaffee-Nachmittag. Das ist bei einem Muddy Angel One. Ja, hier sieht man mich kurz bevor ich in ein Schlammbecken eintauche. Ich aus dem Schlammbecken auftauchend. Ich im Wasser, kurz bevor ich unter dieses Gitter tauchen muss. Hier bin ich und schaue mich einfach ein bisschen um. Hier komme ich gerade vom Sport. Ein Foto von mir in meinem Haus. Eine Fotosession mit einer Freundin. Ein Foto von mir am Spiegel. In einer Werkstatt. Ja, schwarze Schuhe bei mir im Garten. Ein Konzert. Silke, die ein Konzert für uns spielt. In dieser Zeit haben wir uns gesagt, irgendwas müssen wir tun. Wir hatten an unserem Haus nur einen ganz kleinen Balkon und da haben wir uns immer drauf gequetscht und dann hat eine Nachbarin gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr unseren Garten haben, was aber nur ein großes Feld war. Aber in diesem Haus, in diesem Garten hin, Blick vom Château de Labastide, Ausblick auf Labastide und die Felder. Die Nachbarin auf der Straße mit Baby. Ein Auto steht im Weg. Christian und vier Hände. Christian, Olympe und Babette tragen Eimer zum Haus. Ralf filmt die Nachbarn auf der Terrasse. Petra schaut auf die Straße. 5B, 5D. Das sieht nach kleinen Zettelchen aus mit Namen drauf, die nichts bedeuten. Die Entscheidungen, die hier getroffen wurden sind und auf diesen Bildern zu sehen sind, aber ganz bedeutsam eigentlich, weil diese Kinder, diese Namen ja eben Kinder sind, die zusammen in eine Klasse kommen und mindestens 3 Jahre ihres Lebens miteinander verbringen und es werden sich Freundschaften bilden oder es werden halt auch, es werden zumindest Auseinandersetzungen stattfinden. Das ist ja, sicherlich ganz interessant. Ein Gedicht
aus dem Zentralabitur. Wir haben viel gesprochen in letzter Zeit über mit den Schülern darüber, wie es für sie ist, jetzt wiederzukommen. Und ich versuche das wirklich sehr ernst zu nehmen und die Dinge, die für die Schüler jetzt wichtig sind, nicht zu vergessen. Deswegen habe ich dieses Foto gemacht. Leonie hat mir ihren Filzstundenzettel gezeigt. Ich hatte mein Klassenbuch nicht dabei und musste ein Foto machen, damit ich nicht vergesse, wann sie gefehlt hat, um sie dort einzutragen. Ole 6 in Mathe. Ole hat sich vor der Arbeit ganz anders eingeschätzt als nach der Arbeit. Und auch seine Lehrerin sieht es ganz anders, wie man an den Kreuzen in der rechten Spalte sieht. Screenshot.